Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Wie ihr seht, möchte ich mit euch heute ganz spontan einmal bei uns am wunderschönen Möhnesee angeln gehen. In den letzten Tagen hat es sehr viel geregnet. Auch heute wird es das wahrscheinlich wieder tun. Das Möhneseewasser ist ausgesprochen trübe geworden und obendrein nach einer Frostperiode mit erstem Eis hier auf dem See ist es plötzlich wieder 10 Grad warm geworden. Das sind perfekte Bedingungen, um dem schwierigsten aller Möhneseefische einmal gezielt auf die Schuppen zu rücken. Heute möchte ich ganz gezielt den Zandern auf den Zahn fühlen. Nicht pelagisch, nicht vertikal, sondern ganz klassisch mit der Wurfrute und neuen Ködern, die mir in Holland und Mecklenburg-Vorpommern bereits viel Vertrauen und einige schöne Zander beschert haben. Ob dieser Köder, genauer gesagt die neuen Butcher, auch hier am Möhnesee für Zander funktionieren, das ist meine Frage, die es heute zu beantworten gibt. Das will ich heute gemeinsam mit euch ausprobieren. Kommt mit, wenn ihr Lust auf einen schönen Zandertrip habt. Mein Frühstück ist schon mal dabei. Heute ist es wohl ausgesprochen wichtig, sich auch trocken anzuziehen. Es fängt schon wieder an zu regnen. Kein schönes Angelwetter, aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und jetzt ist warm, jetzt sind hoffentlich die Zander unterwegs. Kleiner Tipp hier. Erkennt ihr, was ich hier im Einsatz habe? Das ist eine abgeschnittene Warthose. Ihr seht hier unten, die Beine habe ich abgeschnitten. Das war mal eine undichte Warthose. Und jetzt ist das mein Regenschutz über die Hüftstiefel. Ich muss unten drunter hier meine Hüftstiefel anziehen, um dann eben auch mal 2 Schritte ins Wasser machen zu können. Hier nur zum Trailern. Und zwischen der Jacke und den Stiefeln entsteht eine Lücke und die schließe ich mit einer alten, abgeschnittenen Warthose. Das ist also ein richtig guter Regenschutz, wenn man keinen nassen Hintern bekommen will. Und bei dem Wetter gibt es sonst nasse Hintern. Habt ihr das nicht auch manchmal, dass ihr so Tage habt, an denen ihr mit richtig viel Vertrauen aufs Wasser geht, an denen ihr das Gefühl habt, heute läuft's? Heute ist so ein Tag. Das Wetter ist richtig sauig, aber warm. Und das ist richtig gut. Das Wasser ist richtig trübe. Und dafür sind dann so Schockfarben richtig gut. Also wenn wir so richtige Kakaosuppe haben in Verbindung mit warmem Wasser, dann fische ich sehr gerne große, auffällige Köder, wie zum Beispiel hier den großen Butcher in Schockpike. Das ist also auch eine Farbe, die also nicht ganz gewöhnlich ist. In den meisten Fällen hier am Möhnesee ist das im klaren Wasser dann doch ein bisschen zu sehr schockig. Aber jetzt haben wir Kakaosuppe, das sind ungewöhnliche Zustände und deswegen auch eine richtig böse, richtig gut wahrnehmbare Farbe. Ich habe auch, weil das Wasser natürlich kalt ist, ich sehe hier auf dem Echolot 4,2 Grad, das ist wirklich nicht viel, ja 4,6 zeigt das andere an, 4,2 bis 4,6 Grad ist ziemlich kalt. Und deswegen habe ich sehr leichte Bleiköpfe hier. Auch das halte ich für sehr wichtig, um im trüben Wasser super langsam fischen zu können und dann eben auch die vorsichtigen Zander zu bekommen. Wenn ihr genau hinguckt, habe ich hier auch einen Stinger montiert, weil die Zander sehr, sehr zickig manchmal beißen. Die gehen also zwar dran, aber sie inhalieren nicht den ganzen Köder. Und deswegen habe ich also auch an diesen größeren Ködern sehr gerne immer einen Stinger dran. Schauen wir mal, was es heute so zu holen gibt. Ich bin selber gespannt,
aber auch sehr optimistisch. Eine Frage, die sich immer wieder zum Start stellt: Wo sind die Fische? Sind die dicht am Grund oder sind sie doch im Mittelwasser unterwegs? Und die ist noch wichtiger, wenn das Wasser erwärmt wird. Das heißt, jetzt haben wir gerade steigende Temperaturen nach einer Frostperiode. Und deswegen fahre ich also erst einfach mal über den See spazieren und sehe mir auf dem Echolot an, wo die Fische zu erwarten sind. Also nicht jetzt irgendwie den dicken Zander suchen, sondern einfach nur gucken, wo sind die Futterfische. Und ich sehe hier, die Fische halten sich gegen meine Erwartung ziemlich dicht am Bodengrund auf. Die kleben also noch unten und dementsprechend wird meine Strategie also nicht Leiern im Freiwasser sein, sondern Jiggen am Bodengrund mit leichtem Bleikopf, ganz wichtig. Hier im Möhnesee, eine typische Ruhrtalsperre, ist es also auch gang und gäbe, dass die Zander relativ groß sind. Wir haben hier nicht massenhaft Zander, im Gegenteil. Wir müssen eigentlich froh sein, wenn wir überhaupt einen Zanderbiss bekommen. Und weil ich große Fische natürlich auch bevorzugt fange, habe ich nicht nur einen großen Köder, sondern auch relativ kräftiges Gerät. Ich habe hier also meine UBS, die neue Baitjigger, und davon gar nicht mal so eine leichte. Ich habe also hier 30 bis 80 Gramm bei 2,70 Meter Länge. Das ist in meinen Augen jetzt ideal, um mit einer harten Rute in die harten Großzandermäuler dann auch einen entsprechenden Anhieb zu setzen. Dann habe ich hier also auch noch geflochtene. Danke, Carsten, dass du mir vorab schon mal grüne Momoi-Schnur zukommen lassen hast. Auch die ist nicht ganz so leicht gehalten. Das ist, ich meine jetzt hier 13 Kilo, bin ich ganz sicher, was für eine Tragkraft das ist. Auf jeden Fall eine Stufe über der 10 Kilo Variante. Und damit gehe ich zu Werke. Und wer genau hinguckt, ich habe auch ein Stahlvorfach drauf. Das müssen wir hier am Möhnesee sogar fischen. Und viele Angler denken ja, Zander kann man nicht mit Stahlvorfach fangen. Ich bin überzeugt, man kann das sehr, sehr gut. Übrigens, wenn ihr das nicht alles hier unten aus dem Video rausholen wollt, ich habe das immer hier in der Videobeschreibung drin stehen. Köder, Ruten, Schnur und so weiter, ist also für euch alles schön in der Videobeschreibung aufgelistet. Ich habe jetzt eine ganze Weile flach probiert, das heißt in 3 bis 5 Metern Wassertiefe. Das war nicht so besonders. Und jetzt begebe ich mich wieder ins tiefere Wasser, weil da habe ich ab und zu auch mal Schwärme gesehen und vereinzelt auch größere Fische dazwischen. Ich werde jetzt einfach mal die Fläche im tieferen Wasser systematisch absuchen und hoffe, dass da irgendwo dann auch mal ein Zander willig ist. Schöner dicker Zander, da freuen wir uns doch. Ein Möhneseezander auf Butcher. Ist der gut? Ich glaube, der ist gut, ne? Da kann man schon Zander zu sagen, ne? Ein richtig geiler Herbst- bzw. Winter-Möhneseezander auf Butcher. Kurz probiert und gleich geklappt. Geiler Fisch. Für diejenigen, die nicht an Stinger glauben, seht euch mal an, welcher Haken hier gefasst hat. Da haben wir doch mal schöne 2 bis 83 abgehakt. Ja, wenn die Bedingungen passen, dann geht's auch mal rubbel die Zupp. Hier haben wir jetzt richtig trübes Wasser.
Wir haben richtig tiefes Wasser. Die Fische liegen auf dem Bodengrund. Und dann kann man natürlich mit einem leichten Bleikopf hier richtig schön langsam über den Boden zupfen. Zeitlupe ist im trüben Wasser ausgesprochen wichtig und für Winterzander noch wichtiger. Das klappt ja. Mega geil. Auch der hat den Butcher voll inhaliert. Ist das geil? Guck mal, voll inhaliert. Schöne Fische, oder? Ja, liebe Angelfreunde, es kommt nicht oft vor, dass ich gleich mehrere 80er Zander an einem Tag fange. Da gehört natürlich auch Glück dazu, aber natürlich auch die Nase, was gerade läuft. Der Butcher hier, Shockpike, scheint also wirklich der Top-Köder zu sein. Obwohl nicht so viele große Zander in so einem Gewässer unterwegs sind und obwohl ich über viele Wochen auch gar keine Zander fange, kann es jetzt im Winter richtig, richtig gut sein und man fängt sogar mehrere tolle Fische an einem Tag. 2x80 vorne ist also schon ein in meinen Augen sensationelles Ergebnis. Freut mich besonders, dass ich euch das hier im Video dann auch mal zeigen konnte. Ja, liebe Angelfreunde, einige suchen ja auch den Buchstaben heute im Video und darum geht es hier. Wie heißt die Oberfamilie dieser weichen Köder? Die englische Bezeichnung, den ersten Buchstaben suchen wir. Ist übrigens der gleiche Buchstabe wie der erste, den dieser Köder hier als Namensgebung für die Farbe hat. Viele Leute fragen übrigens, nach welchen Kriterien ich jetzt Stellen aussuche. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich suche gar nicht so sehr viel Stellen aus. Wichtig ist, dass der Moment passt, dass wir also tatsächlich eine Beißzeit erwischen. Dann schwimmen die Zander nämlich auch umher und sind aktiv auf Futtersuche. Und das scheint jetzt ganz offensichtlich der Fall zu sein. Dann stehen die auch nicht an einem Punkt, wo man die dann angeln kann. Man kann natürlich auch versuchen, die pelagisch zu angeln, aber das ist nicht so sehr mein Ding. Ich habe das lange genug gemacht und das ist für mich so richtiges Mickey-Maus-Angeln. Also hier der Einschlag in die Rute aus dem Nichts heraus, wenn man nichts erwartet, das geht für mich über alles und ist für mich auch deutlich mehr verführerisches Angeln, als wenn ich jetzt senkrecht unterm Boot mit dem Echolot hier den einen gesehenen Fisch beangle. Was wir allerdings bei der Stellenwahl so ein bisschen doch berücksichtigen müssen, natürlich müssen wir die richtige Angeltiefe finden. Und ich habe mich jetzt hier tatsächlich in dem tieferen Teil des sogenannten Vorsees orientiert. Das bedeutet aber nicht, dass es hier tief ist. Also wir haben hier maximale Wassertiefen von 9 Metern und ich bin jetzt hier so auf 8 Metern Wassertiefe. Und die Zander scheinen hier umher zu schwimmen. Ich habe hier nebenbei das Echolot laufen, um mal so ein bisschen Orientierung zu haben, ob ab und zu mal was vorbeikommt. Und das ist tatsächlich so. Ich sehe ganz lange nichts und dann kommt mal wieder ein Fisch vorbei und ich angle, obwohl ich lange nichts sehe, hier immer auf der gleichen Stelle. Habe hier in der Nähe auch den Flusslauf, den werfe ich ab und zu mal an. Da ist also dann so eine kleine Bodenwelle drin. Das scheinen die Zander manchmal auch ganz gut zu finden. Aber dass man jetzt sagt, an dem Punkt beißen sie und da nicht, das ist also ein Trugschluss. Daran sollten wir besser nicht glauben.
Wichtig ist, geduldig, systematisch alles abzusuchen, also auch im Fächer um das Boot herum. Und wenn man jetzt eine Stunde oder so keinen Biss gekriegt hat, da kann man auch mal umsetzen. Dann hat man vielleicht daneben gegriffen, dann ziehen die Zander da gerade nicht vorbei. Aber hier im Möhnesee ist es tatsächlich so, dass wenn die Zander unterwegs sind, an vielen Stellen auch Bisse kommen und man nicht unbedingt an einem bestimmten Punkt dann zugegen sein muss. Eine wichtige Bitte habe ich an euch, wenn ihr in Talsperren angeln geht, dann angelt nicht tiefer als 10 Meter, auch im Winter. Ich habe euch immer wieder gesagt, dass die tiefsten Löcher häufig die aussichtsreichsten Stellen sind, aber sucht euch Gewässer aus, die nicht tiefer als 10 Meter sind. Wer das trotzdem macht, der riskiert, dass er untermaßige Zander verangelt. Wir können Zander, die aus größeren Tiefen als 10 Metern kommen, nicht unbeschadet wieder zurücksetzen. Die schaffen das nicht mit dem Druckausgleich und entsprechend ist also dann immer Gefahr, dass unsere gefangenen Fische auch wieder versterben, wenn wir sie denn trotzdem zurücksetzen müssen oder an manchen Gewässern will man das ja auch dann zurücksetzen wollen. Also nicht tiefer als 10 Meter. Auch im Winter und vor allem bei solchen Bedingungen, wo dann schöne Wärme auch mal reinschwappt, können wir die Zander flacher fangen als 10 Meter Wassertiefe. Ganz wichtig. Ich möchte euch noch ein paar Tipps geben zum Angeln in Talsperren, vor allem im Winter, zum Zanderangeln im Winter. Und zwar erster Tipp, sucht euch erwärmte Gewässerbereiche. Das kann, wenn das Wasser klar ist und wenn wir also auch eine richtige Kältephase haben, mal ein richtig tiefes Loch sein. Aber gerade bei dem Wetter, wie wir es jetzt haben, ist es nicht unbedingt die tiefste Stelle des Gewässers. Die Zander kommen ganz schnell auch mal in wärmeres Wasser. Vor allem in der Dämmerung haben wir häufig die Zander dann auch richtig flach unterwegs. Die lieben es, wenn das Uferwasser aufgewärmt wird und entsprechend sollten wir also nicht nur im Winter die tiefsten Stellen aufsuchen. Zweiter wichtiger Aspekt, geht dahin in Talsperren, wo das Wasser reinläuft. Wenn es gerade geregnet hat, so wie im Moment, es regnet ja schon wieder, dann wird viel Sediment in den See hineingespült und das Wasser ist hier jetzt trübe Kloßbrühe. Also richtige Suppe, das lieben die Zander. Geht los, wenn Regenwasser in die Talsperre hineinspült und geht dahin, wo das Wasser angetrübt ist. Auch ganz wichtig. Dritte Geschichte für Winterzander. Angelt nicht zu klein. Viele Zanderangler nehmen ja nur so kleine Futzelköder. Das kann funktionieren. Aber gerade die großen, die kapitalen Zander können wir jetzt im Winter besonders gut fangen. Und die sollten wir mit Ködern mit 15 und mehr Zentimetern dann unbedingt beangeln. Die sind nicht so zimperlich, wie das viele Zanderangler immer wieder annehmen. Und die Aussage, man kriegt mehr Bisse auf kleine Köder, stimmt schon mal gar nicht. Der vierte wichtige Aspekt ist, bleibt dran. Winterzander sind häufig zickig unterwegs. Die liegen eine ganze Weile faul auf dem Boden rum und plötzlich sind sie unterwegs. Und ich gebe zu, bei diesen Lichtverhältnissen, trübes Wetter, trübes Wasser auch hier unten, kann es sein, dass die mittags besser beißen als morgens oder abends. Das kann ich also schlecht beurteilen, wie die Lichtsituation jetzt da unten ist. Auch der Wohlfühlfaktor Licht ist ganz entscheidend. Und jetzt kann es ausnahmsweise sein, dass sich die Beißzeiten gegenüber Klarwassersituationen drastisch verschieben. Dranbleiben, Geduld haben, ist also eine ganz wichtige Tugend für Zanderangler im Winter.
einen Motor als Anker eingesetzt. Also ankern mit iPilot-Motor. Es ist aber sehr, sehr windig und deswegen muss der Motor richtig kräftig arbeiten. In vielen Gewässern ist so ein lauter E-Motor, für uns zwar super leise, aber unter Wasser sehr laut, ein Problem. Das verscheucht häufig auch die Fische. Und deswegen denkt daran, wenn bei euch viel mit E-Motor geangelt wird, dann lasst bei starkem Wind vielleicht auch mal den E-Motor draußen und setzt lieber einen normalen Anker. Das ist viel ruhiger und lässt die Zander dann viel dichter an unser Boot herankommen. Das fängt häufig mehr Fische. Nicht unterschätzen, E-Motoren sind sehr laut unter Wasser. Zugegeben, Wind, Regen, keine Bisse, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber ich bin sicher, jetzt kann man dicke Zander fangen. Und das möchte ich also unbedingt heute noch irgendwie hinkriegen. Ich fahre jetzt mal hier hinten die Kanten ab. Ich suche mir also ein paar neue Stellen, werde also auch mal ein bisschen mit den Ködern experimentieren, wobei ich ziemlich fest daran glaube, dass die Schockfarbe das Richtige ist. Aber wenn man eine ganze Weile keine Bisse gekriegt hat, dann muss man natürlich auch ein bisschen variieren. Talsperrenzander sind nicht überall verteilt und erst recht nicht im Winter. Wir müssen die Punkte suchen, wo die sich aufhalten und dann vielleicht auch die Zeit finden, in der sie aktiv sind. Ihr kennt das ja schon. Wenn die Fische nicht wollen, dann müssen wir denen mal ein Zeichen geben. Vielleicht warten die ja nur darauf, dass ich hier den Anfang mache. Ja, richtig schönes, wechselhaftes Wetter haben wir hier. Mal kommt fast da oben der blaue Himmel durch und dann gibt's wieder richtig was auf die Mütze, im wahrsten Sinne des Wortes. Gerade hat's wieder richtig kräftig geregnet. Dranbleiben ist ganz, ganz wichtig im Winter und nicht so schnell entmutigen lassen. Die Zander kommen hoffentlich noch aus dem Loch gekrochen. Ja, liebe Angelfreunde, das war unser Angeltag. Wir könnten jetzt zwar noch eine Weile weiter angeln, aber ihr seht da im Hintergrund, da kommen schon wieder schwarze Wolken an. Ich muss sagen, ich bin selbst etwas überrascht. Gleich zwei dicke Zander an einem Tag, 2x80+, das passiert mir auch nicht so oft. Und was ich gehofft habe, der neue Butcher hat hier seine Dienste geleistet. Auch hier am Möhnesee fängt der richtig gute Zander. Ich muss gestehen, ich habe nicht viel probiert. Mein Vertrauen war in diesem Butcher und deswegen bin ich also sehr, sehr lange, sehr viel mit dem Butcher unterwegs gewesen. Hat auch geklappt, nach Stunden ohne Erfolg, nach dem Regen, in der ruhigeren Wetterphase, kamen die dicken Zander, gleich zwei Stück, fand ich toll. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn wir objektiv nicht so viel gefangen haben. Auch wenn ich gehofft habe, dass der ein oder andere Hecht kommt. Aber das vielleicht als Lehre aus so einer Trübwasserangelei. Wenn in Talsperren plötzlich trübes Wasser aufkommt, ändern sich die Bedingungen ungemein. Und die Hechte treten meistens in den Hintergrund, die Zander dafür umso mehr in den Vordergrund. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr probiert auch mal aus. Sagt vielen Dank für euer Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Uli Bayer.